Kaiser Ludwig der Fromme führte die Reichsreform weiter. Seine Herrschaft von 814 bis 840 wird als Kulmination und Wende der Karolinger Zeit angesehen. 817 wird Ludwigs ältester Sohn Lothar zum Mitkaiser erhöht und 823 zum Regenten Italiens bestimmt. Auch der Kirchenstaat steht nun unter kaiserlicher Kontrolle. Ebenfalls 817 wird bereits die Nachfolge in der Ordinatio Imperii geklärt. Der älteste Sohn sollte das Kaisertum und das fränkische Kernreich erhalten, sowie die Oberherrschaft über die Jüngeren ausüben. Ludwigs Regierungszeit ist immer wieder auch von Aufständen geprägt. Auch am Hof bildeten sich zwei Parteien, die um Einfluss rangen. Eine stand für Reformen, die andere für altfränkische Werte. Ludwig der Fromme führte zwei Ehen. Aus der Beziehung mit Irmgard, die er 794 heiratete und die 818 starb, entstammen die Söhne Lothar, Pippin und Ludwig II., der Deutsche. Aus der zweiten Ehe mit der Welfin Judith, die 819 geschlossen wurde und die 843 starb, stammte Karl der Kahle. Bei den Töchtern bedeutend ist Gisela aus zweiter Ehe, die den Markgrafen Eberhard von Friaul ehelichte. Ihre Kinder wurden zu Königen von Italien. Ludwig hatte auch zahlreiche un- bzw. außereheliche Kinder. Schlussendlich blieb die Familie selbst auch nicht von Zerwürfnissen verschont. 833 begegneten sich Vater und aufständische Söhne in Colmar. Ludwig der Fromme verlor sein Heer schon zuvor bei einer Schlacht und tat als Gefangener öffentlich Buße. 834 wurde er aber wieder als Kaiser eingesetzt, vor allem da sich die ostfränkischen Stämme gegen Lothar stellten. Diese unterstützten fortan Ludwig den Deutschen, der ab 833 bereits seine Königsjahre in Orientali Francia zählte, also kein bayerischer Unterkönig mehr war. Karl der Kahle, also ein weiterer Sohn Ludwigs des Frommen, konnte anfangs noch weniger Selbstständigkeitstendenzen entwickeln. Als Pippin, der Unterkönig in Aquitanien, 838 starb und dessen Sohn Pippin II. Sich nur schwer in seinem Gebiet durchsetzen konnte, verbündete sich Karl der Kahle mit Ludwig dem Deutschen gegen den älteren Bruder Lothar. Als Ludwig der Fromme schließlich im Juni 840 starb, war ihm das Reich schon lange entglitten. Somit war der Weg zu einem Bruderkrieg zwischen 840 und 843 geebnet. Dieser endet mit der Reichsteilung von Verdun im August 843.